In China kennt sie kaum jemand. In Europa hingegen sind sie ein echter Klassiker. Gemeint sind die kleinen, vermeintlich asiatischen Glückskekse. Angeblich soll man sie auch ganz einfach zu Hause nachmachen können. Julia Konrad sieht das jedoch etwas anders. Entweder verbrennen die Dinger oder aber sie erinnern eher an Gummi als an alles andere. Vor etwa einem Jahr wagte sie den ersten Versuch, die kleinen Kekse selbst zu backen. Und auch jetzt will das wieder nicht wirklich klappen. Ja, man sieht super Glückskekse aus Latex. Also mit Aufbrechen ist da nicht wirklich viel. Wenn man Glück hat, kann man sich den Zettel befreien von Teigresten. Heute ist sie sehr glücklich über die verpatzten Kekse. Denn die brachten sie auf eine simple Idee, die von Tag zu Tag erfolgreicher wird. Eigentlich war Sinn und Zweck, dass ich meiner Freundin für die Prüfung Glückskekse backe mit netten Sprüchen, mit viel Glück für die Prüfung und alles Liebe zum Geburtstag. Habe dieses dann ein paar Mal probiert und es wurden dann Wurstgummikekse, Latexkekse, wie auch immer, aber es wurden keine Glückskekse. Und hatte das schon mal gesehen, dass jemand aus Stoffresten diese Glückskekse gemacht hat. Und ja, und dann habe ich mir dann die Idee gehabt, dann aus diesen Filzresten die Kekse zu machen, weil die auch diese Stabilität haben und auch diese Form hält besser als Teig. So ein Glückskeks ist eigentlich ganz einfach gemacht. Ausgestanzten Filzkreis zusammennähen, umstülpen, fertig. Trotz der großen Auswahl werden übrigens besonders zwei Farben immer wieder gerne genommen. Die beliebtesten sind zum einen natürlich der klassische Glückskeks, Hellbeige-Ton. Der wird sehr gerne genommen zu diesen China-Foodboxen, wie man sie aus dem China-Restaurant kennt. Und da passen dann immer 5 oder 9 Glückskekse rein. Und das sind natürlich naturgetreu quasi, diese Glückskeksfarben. Dann, was auch mein Favorit ist, ist das Lindgrün, das sehr häufig genommen wird für Hochzeiten oder Geburtstage, weil es einfach eine schöne, kräftige, fröhliche Farbe ist. Besonders für Hochzeiten werden die Filzkekse oft bestellt, aber auch Firmen haben immer mehr Interesse. Erst vor kurzem bestellte ein Modeunternehmen 4000 Filzkekse aus Mönchengladbach. Hier ist übrigens fast alles handgemacht. Nur die Sprüche stammen aus dem Internet. Ob die Kekse wirklich Glück bringen oder die Sprüche tatsächlich die Zukunft voraussagen, ist übrigens nicht bewiesen. Aber ein bisschen Glück kann doch jeder gebrauchen. Erst recht, wenn es in so einer hübschen Verpackung kommt.